Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch allen. Ich möchte euch heute einen kleinen Auszug aus meinem Buch »Der leise Ruf des Schmetterlings« vorstellen. Es handelt sich hier um den zweiten Teil und einen kleinen Vorgeschmack auf das, was euch erwartet. Dieses Buch ist, wie nur ein paar wenige von euch wissen, aus diesem Blog entstanden. Es war ein Sonntag vor einem Jahr, als ich eine Geschichte aus Rom erzählte, die so viele Leser begeisterte, dass aus ihr der Roman entstand. Seit April ist das Buch nun schon auf dem Markt. Seit Mai ist es auf der Bestsellerliste in der Schweiz. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen oder jetzt bei einem kleinen Hörspiel und freue mich auf eure Kommentare. Im ersten Teil des Buches geht es um die vielen Facetten des Lebens und wie das Glück einen finden kann, wenn man fest dran glaubt und sich niemals aufgibt. Laura und David haben sich die Liebe und das Glück gefunden. Das war für sie beide keine Selbstverständlichkeit, sondern ein kleines Wunder. Das Leben war verwirrend und manchmal sehr traurig für sie beide. Doch nun hat das Leben es mit ihnen gut gemeint. Sie wissen das auch. Doch sie wissen auch, dass noch eine ganz andere Aufgabe auf sie wartet. Oft saßen sie auf den Dächern Roms und schauten in den Nachthimmel. Manchmal saßen sie nur so da und spürten sich selbst und waren glücklich, diese Liebe zu spüren. Sie lachten viel und das ist wie, wenn das Universum zu ihnen spricht. Alles wird heller und die Melodie der Sterne wurde lauter. Dieses Gefühl will man am liebsten einfangen und nicht mehr loslassen. Doch Momente sind Geschenke des Augenblicks. Das wussten sie beide. David hatte nach seiner Reise zu sich selbst begriffen, dass ihm noch Zeit geschenkt wurde, um Laura zu begegnen. Er wusste aber auch, dass dies nicht seine letzte Reise war. Es sollten noch andere kommen. Es gibt viele Zwischenwelten, die wir leben, bevor wir zu denen zurückkehren, wo wir alle hergekommen sind. Es ist der Kreis, der sich schließt. Das ist der Augenblick, wo alles wieder Sinn macht und alle Fragen, die noch offen sind, beantwortet werden. Der Moment der Wahrheit schenkt uns die Erkenntnis, wie perfekt wir eigentlich sind und zeigt uns, wie wundervoll wir alle in unserem Wesen sind. Doch viele haben den Glauben an sich selbst längst verloren. Würden sie sich nur wieder daran erinnern können, so würde ihr Leben sich auf eine ganz wundervolle Art und Weise verändern. Das Leben hatte David noch eine Chance gegeben. David war auch sehr dankbar dafür, denn jetzt hatte er Zeit, wieder zu spüren, was es heißt, geliebt zu werden und all die Liebe, die er in sich trägt, weiterzugeben. Sein Leben schien wie der Stein zu sein, der ins flache Wasser fällt und langsam immer größere Wellen schlägt. Laura war die Blüte, die alles um sich herum verzauberte und zum Strahlen brachte. So selbstverständlich er das Leben früher so hinnahm, umso bewusster wurde ihm, dass er viel Zeit verschenkt hatte. Kostbare Zeit, die er nie wieder zurückholen kann. Verschenkte Zeit, die ihm fast noch sein einziges Leben gekostet hatte. Er war ein Spielball für die Träume anderer gewesen, wurde seekrank von den Erwartungen und unerfüllten Wünschen derer, die ihm alle Kraft zum Leben nahmen. Menschen, die von Liebe sprachen, aber kein Herz besaßen. Träume, die keine Träume waren. Ein Leben, das bestimmt war von falschen Grundsätzen, Lügen und verzerrten Lebensträumen. Das Glück, das David nun empfand, war so tief und wunderschön, dass er sich immer wieder bewusst machen musste, dass es vergänglich ist, so wie das Leben selbst. Bemühte man sich, es festhalten zu wollen, so kann es zerbrechen. So ist es wichtig, achtsam mit dem Glück umzugehen. Viel Zeit hat er mit Menschen verbracht, die ihn nicht verstehen wollten und sich nur mit seiner Anwesenheit umgaben. Für sie war David nur eine interessante Abwechslung in ihrem Leben. Doch das vorgetäuschte Interesse galt nicht ihm, sondern das, was er für die anderen da draußen darstellte. Ein bunter Vogel, ein kreativer und geselliger Zeitgenosse. Doch je mehr er diese Leute um sich hatte, desto einsamer fühlte er sich.
Er schenkte ihnen viel zu viel seiner eigenen Lebenszeit und vernachlässigte sich selbst und oftmals auch die Menschen, die ihn liebten. Anderen Menschen, denen er begegnet war, klammerten sich an ihn so fest, dass er keine Luft mehr bekam. Sie fühlten sich an seiner Seite geborgen, verstanden und sicher. Seine Gedanken und Worte beflügelten sie, ohne dass sie den Sinn verstanden. Er hatte vergessen, mit seinem Herzen zu fühlen und dem Gesang der Liebe zu folgen. Manchmal kam ihm das Leben so vor, als würde die Welt in eine Frequenz schwingen, die den Verstand verwirrt und die Herzen der Menschen erkalten lässt. Das ist auch der Grund, warum es zwischen den Menschen keine Wärme gibt. Da war sich David sicher. Doch eine Frage beschäftigte ihn immer wieder. Wie kann das Dunkle schneller die verlorene Seele finden als die Liebe und das Glück? Was für einen Pakt haben die gierigen, manipulierenden und machtbesessenen Menschen da draußen geschlossen? Und mit wem? Dem Teufel? Dem Bösen? Wie kann sich diese Kraft so schnell Zugang verschaffen in diese Welt? Es lockt, verlockt und verspricht ihnen Dinge, die es gar nicht halten kann. Denn alles Leben auf dieser Welt ist vergänglich. Nichts von all dem können sie mitnehmen. Und doch sind sie so besessen von ihr, dass sie all das auf sich nehmen, nur um etwas mehr Macht und Kontrolle über andere Menschen zu haben. Diejenigen, die den Pakt mit dem Bösen nicht eingegangen sind, betäubt er mit Suchtstoffen, die ihnen die Seele raubt. Bis ihr ganzes Sein zerbricht und sie dort enden, wo sich ausdruckslose Augen und gesenkte Köpfe begegnen. Zwischen grauen Mauern und dunklen Gängen, die nach Sinnlosigkeit und Tod riechen, weggesperrt und sich selbst überlassen, verlorene Seelen versteckt vor der Welt da draußen. Die größte Herausforderung in diesem Leben ist es sicher, ein Mensch zu sein. Du brauchst viel Kraft und Glaube an das Gute. Vertrauen solltest du haben in all diese Dinge, die auf dich warten. Es sind nur Stolpersteine. Nicht das Ende. So viel wusste David. Solange sein Körper noch mitmachte, wird er auch die dunkelsten Tage seines Lebens überstehen. Wie er das geschafft hat? Für einen kleinen Augenblick hatte er Liebe gespürt. So klar und rein, so wundervoll und ehrlich, dass kein Berg zu hoch, kein Tal zu tief und keine Nacht zu dunkel war, dass ihre Liebe sie nicht überwinden konnte. Er war nicht mehr alleine. Auch wenn sich ihre Wege für eine Weile getrennt hatten, so wusste er, dass es sie gibt. Und für dieses Gefühl war er so unendlich dankbar. David hatte gespürt, wie kraftvoll Liebe sein kann. Auch wenn die Ungeduld und die Angst vor der Einsamkeit dem Verstand die Oberhand gab und die Liebe sich von David abkehrte, wusste er, dass er auf seinen Beinen stehen und stark sein kann. Jetzt hatte er die Gewissheit, dass es die Liebe wirklich gibt. Er braucht nicht für Liebe zu betteln. Ehrliche Anerkennung findest du nicht, wenn du alle um dich herum glücklich machen willst. Das ist ein Irrtum. Liebe ist einfach. Sie hat keine Bedingung. Und so fing David wieder an zu leben und der Liebe zu vertrauen. Das Einzige, was David getan hat, war, bei sich zu bleiben und an dem Glauben festzuhalten, dass das Gute siegen wird. Auch bei ihm gab es immer wieder Tage, die ihn traurig machten. Träume, die ihn einholten und Schmerzen, die ihm das Erlebte wieder in das Bewusstsein zurückholte. Wie an diesem Morgen, als er aus seinem Traum aufwachte und spürte, dass er in seinem Traum in die andere Dimension, in die Zwischenwelt eintauchte. Wieder aufgewacht spürte er das Leben und das Glück, das ihm geschenkt wird. Und war dankbar.